Das einzig Gute an dieser anhaltenden Dürre und dieser extrem trockenen Sommer ist, dass meine Tomaten richtig gut wachsen. Natürlich im Vergleich zum letzten Jahr, wo es zu feucht war und meine Tomaten schon an dem Zeitpunkt längst Braunfäule gehabt hatten. Dieses Jahr überhaupt nicht. Ich habe eine sehr schöne Tomatenernte. Und wie jedes Jahr möchte ich euch wieder meine eigenen Sorten vorstellen, die ich heute bzw. in diesem Jahr im Anbau habe. Natürlich auch wieder eine kleine Werbung von mir, damit ihr an meiner Saatgutliste vorbeischaut. Denn alle Sorten, die ich euch hier vorstelle, biete ich auch an meiner Saatgutliste an, damit auch ihr diese Tomatensorten in Zukunft bei euch im Garten anbauen könnt. Nice. Also von daher verlieren wir nicht lange Zeit und fangen an mit den Sorten, die ich dieses Jahr im Anbau habe. Also bevor ich mit der ersten Kategorie beginne, möchte ich nochmal kurz auf etwas hinweisen. Und zwar ist mir ja im April, es passiert, als ich meine Tomaten rausgesetzt habe, dass nach einer Woche der Frost gekommen ist. Es waren ungefähr 0,5 bis minus 1 Grad und ich habe meinen Tunnel nicht richtig abgedeckt bzw. außen isoliert und die Tomaten nicht mit dem Vlies abgedeckt. Und das hat passiert, dass mir sehr viele Sorten, die ich eigentlich anfangs anbauen wollte, kaputt gegangen sind. Also no, God, please, no, no! Ungefähr 10 bis 15 Sorten, die ich eigentlich zusätzlich in meinem Projekt haben wollte, ist leider nichts geworden, weil ich die mir neu besorgt habe und ich nicht so viele Samen hatte und die dann einfach durch den Frost kaputt gegangen sind. Dann musste ich mir halt Ersatz ranschaffen. Heißt jetzt nicht, dass ich die Sachen, die ich jetzt zum Beispiel auf meiner Saatgutliste habe, also die ganzen Tomatensorten, dass die ich jetzt nicht angebaut habe, sondern die Jahre einfach davor und ich halt einfach immer wieder neue Sachen ausprobiere. Das heißt also, die Tomatensorten sind, ich glaube, so an die 50, die ich bei mir in der Liste habe, habe ich schon mal alle bei mir im Garten angebaut und auch vermehrt. Und manchmal fliegen halt welche raus, die nicht so optimal für mich sind und kommen halt neue dazu zum Austesten. Also kommen wir zur ersten Kategorie und das sind die Cocktailtomaten. Die sind ja eine sehr große Beliebtheit bei den Menschen, weil sie halt gerne angebaut werden, wenn ihr halt zum Beispiel Söhne oder Töchter hat, einfach zum Naschen, zum Nebenbei. Eignen die sich sehr gut und die erste Cocktailtomate, die ich seit jeher immer anbaue, die auch wirklich super ist, ist die Blush Tiger. Das ist so eine Cocktailtomate, die eine Art Pfahlwurzel ist. Also jeder, der zum Beispiel eine Möhre anbaut, ist sozusagen eine kleine Möhre, nur in etwas kleiner, also eine Miniatur-Ding. Also ist so pfahlförmig, orange und bildet dann so beim Abfärben rote Streifen und ist ausgesprochen süß. Und auch sehr ertragreich, wie ich finde. Und die Pflanze im Allgemeinen kann dann ungefähr so 1,50 bis 1,80 groß werden, je nach Pflege und Standort halt, wenn die halt genug Platz hat und die entsprechenden Bedingungen auch hat. Allerdings ist es halt auch so, dass die Blush Tiger sehr langes und so auch gräuslichartiges Laub bildet. Und wenn es mal trocken ist, dann hängen die halt so an der Pflanze ran. Das heißt, die richtig langen Blätter muss man auch etwas mehr ausgeizen, weil es auch passieren kann, wenn das Blatt runterhängt, dass es nicht nur eine Rispe abdeckt, sondern auch etwas von der zweiten Rispe. Das sind sehr lange Blätter mit großem Laubwerk. Und da muss man auch bei der Blush Tiger etwas aufpassen, wenn die zu viel Laub hat und nicht entsprechend die Wasserversorgung hat, dann kann es auch passieren, dass diese Früchte sehr schnell Blütenendfäule bekommen. Aber wenn es klappt, und die optimale Standpunkte, dann kann es auch eine richtig große Pflanze werden, die auch bis im November hinein sehr gut Früchte bringt. Ist so eine mittelfrühe Sorte, sage ich mal, und dann tut ihr halt immer kontinuierlich schöne kleine Früchte euch schenken. Die nächste Cocktailtomate ist zum einen einer meiner absoluten Lieblingstomaten geworden und das ist die Eva's Sweet White. Die habe ich zum Beispiel vom Tomatenflüsterer bekommen. Der hat eine unglaubliche Tomatenvielfalt. Er hat auch einen YouTube-Kanal, werde ich auch euch unten verlinken. Da sind einige Sorten auch von ihm dabei und etwas seltenere. Kann man sich da gerne anschauen. Der macht ein wunderbares Projekt. Jedenfalls die Eva's Sweet White ist auch eine Cocktailtomate, die eine sehr groß wird. Also die ist jetzt schon bei mir über 2 Meter groß und die wird auch immer größer. Was man bei ihr machen kann, die hat halt so ein recht dünnes Laubwerk, beziehungsweise die bilden nicht so viele Blätter und die sind auch nicht so groß. Das heißt, das ist eine ziemlich gute Durchlüftung. Man kann sie daher auch mehrtriebig ziehen, was ich nur jedem empfehlen kann. 2, 3, 4 Triebe auf einmal ziehen. Ist dann alles nicht zu eng. Die Früchte werden trotzdem durchlüftet, das heißt, Braunfäule ist auch nicht so groß das Risiko. Und man hat dann massig an Früchten, die wirklich richtig süß sind. Selbst wenn sie nicht ganz optimal reif sind, haben sie schon eine sehr gute Süße zu anderen Cocktailtomaten, die vollreif sind. Also da auch wirklich, wenn die
vollreif ist, dann ist es eine super süße Tomate und von daher mag ich sie auch richtig gerne. Kann ich auch nur jedem empfehlen, mal auszuprobieren. Die Früchte, die sind so weiß-gelblich und die ist auch so eine, sagen wir, eine der früheren Sorten, die ich bei mir hatte und die macht auch die, ständig die ganze Zeit Früchte bis so in den Oktober hinein. Also von daher Eversweet White eine Top-Tomate. Dann kommen wir zur Open Source Tomate und zwar die Sunviva Open Source, einfach aus dem Grund, dass diese Tomatensorte nicht patentiert werden kann. Das heißt, alle auch daraus folgenden Züchtungen können nicht unter deinem Patent bzw. unter deiner Lizenz gestellt werden. Und das heißt, man kann die sozusagen das Saatgut frei nutzen. Nice. Für alle, ohne dass da jetzt irgendjemand stark Profit daraus machen kann. Und das Besondere an der Sunviva ist, dass sie eine sehr starke braunfäule Resistenz hat, also und auch eine Kältetoleranz. Also das war die einzige Pflanze, die bei mir letztes Jahr überhaupt keine Braunfäule bekommen hat. Damn! Und selbst wenn ich die im November wachsen lasse, die braucht dann schon einen starken dauerhaften Frost von minus 1, dass die überhaupt kaputt geht. Das ist meistens die letzte Tomate, die überhaupt kaputt geht. Und die kann man deswegen auch wunderbar ins Freiland raussetzen. Und selbst im Freiland bekommt die locker eine Größe von 1,80 hin, wenn man die Stehbindegröße natürlich hat. Also es ist eine sehr wuchsfreudige Pflanze. Also ich habe sie bei mir zum Beispiel jetzt gerade im Anbau und die hat ist schon über 2,5 Meter groß und habe sie auch schon ein paar Mal runtergeleitet. Also es ist eine sehr stark wuchsfreudige Pflanze. Also soll man ein bisschen aufpassen, wo man die hinsetzt. Die bildet auch überall Seitentriebe. Selbst bei den Rispen kommen Triebe raus. Also auch sehr ertragreich. Die Früchte sind gelblich, sind auch schon, können auch so groß wie eine Murmel werden oder ein bisschen größer auch. Also schon so in der Größe. Sind aber nicht ganz so süß wie im Vergleich zur Eversweet White, haben sie so eine leichte Süße, sage ich mal, ein bisschen säurigeren Touch, aber trotzdem sehr zu empfehlen, wenn ihr jetzt zum Beispiel keinen Folientunnel oder Gewächshaus habt und nur im draußen Freien anbauen könnt, dann die Eversweet White gut gegen Braunfäule. Wait for it. Here it comes. Almost there. Und dann zum Abschluss die klassische rote Cocktailtomate, wo ich nicht weiß, welche Sorte es eigentlich ist. Die habe ich zum Beispiel von meinem Bauernfreund bekommen als Ersatz, weil bei mir so viel die Pflanzen abgestorben sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Johannisbeertomate ist. Keine Ahnung. Wie gesagt, ist auch eine sehr wuchsfreudige Pflanze, auch sehr groß, auch schon über 2 Meter groß. Gibt auch immer Erträge und auch für die roten Tomaten, wenn die vollreif sind, eine leichte Süße. Ganz klassisch, halt so wie man die aus dem Supermarkt fast kennt oder wie die Leute sie auch gerne haben wollen. Also die klassische rote Cocktailtomate. Dann kommen wir zu den Salattomaten. Da habe ich etwas weniger Sorten, weil ich bin nicht so ein großer Fan von den Salattomaten. Dann mehr zu den Paradeis- und den Fleischtomaten. Da habe ich um einiges mehr an Sorten. Und bei den Salattomaten habe ich zum Beispiel die Goldene Königin. Das ist eine gelbe Frucht, die sehr früh schon Früchte trägt und auch ertragreich ist und eine sehr große Pflanze wird, die ist auch jetzt schon bei mir über 2 Meter groß, muss man auch regelmäßig ausgeizen, sollte man, wenn man halt die optimalen Früchte haben möchte, 1, 2 oder 3 triebig ziehen, wenn man halt den entsprechenden Platz hat, auch regelmäßig ausgeizen, weil die dann auch gut Laubwerk bildet. Aber sonst, wenn die Früchte vollreif sind, sind es sehr schöne und süße Früchte. Also für alle, die sehr schnell frühe, süße Salattomaten haben möchten. Die Goldene Königin ist eine super Alternative zu den herkömmlichen roten Salattomaten, die viele halt gerne zu sich nehmen oder haben wollen. Um einfach mal die Vielfalt zu hören, weil es gibt ja so viele verschiedene bunte Tomaten in vielen verschiedenen Formen, Farben und Größen. Warum sollte man da sich nur auf die roten beschränken? Und wenn wir schon zu den roten Tomaten kommen, ich habe auch die roten Tomaten, eine rote Salattomate, obwohl ich das halt auch in der Regel eigentlich meide, weil ich die halt sehr langweilig finde. Ich habe zum Beispiel eine Martina im Anbau gehabt. Das ist eine recht frühe Tomatensorte, sehr ertragreich. Und sie hat halt so ein kartoffelförmiges
Laub ist eine Buschtomate und dieses Jahr habe ich eine Züchtung daraus oder eine Schwestersorte von der Martina. Ich weiß nicht ganz genau den Namen, habe ich auch wieder von meinem Bauernfreund als Geschenk bekommen, nachdem mir sehr viele Tomatensorten kaputt gegangen sind. Von daher weiß ich nicht ganz genau den Namen, ist aber sehr ertragreich, diese Sorte, bildet sehr schöne Früchte, wie zum Beispiel die Martina, ist auch sehr ähnlich ertragreich, ist aber keine Buschtomate, ist halt eine herkömmliche Stabtomate. Jetzt kommen wir zu einer sehr interessanten Salattomate und zwar die Torbens Terracotta. Ich sehe das mehr so als eine etwas größere Salattomate, weil ich auch mal Früchte habe, die dann etwas größer gewesen sind als eine Salattomate, beziehungsweise hat auch eine dementsprechend andere Form. Hing wahrscheinlich einfach nur vom Standort, aber es war meistens vielleicht auch eine Königsblüte, die hier raus entstanden ist. Jedenfalls, die Tomate ist halt sehr besonders, weil sie halt so eine Art braune Tomate ist, so eine hellbraune Tomate. Oh mein Gott! Was man halt im Supermarkt überhaupt nicht sieht oder nicht sehr oft sieht, sage ich mal. Also bis jetzt habe ich das sehr selten gesehen, vor allem nicht in dieser Terracotta-Farbe, in diesem Hellbraun. Und ich muss auch ganz schön sagen, dass sie sehr einen würzigen Geschmack hat, also etwas anderes als diesen sauren Geschmack oder auch diesen süßen Geschmack, wie es halt viele Tomaten haben, sondern ein bisschen würziger, wie es zum Beispiel auch bei sehr vielen braunen Sorten üblich ist. Kann ich auch nur sehr zu empfehlen, einfach mal so diese Variation mal mit zu haben und auch diese Farbenvielfalt mit der Hilfe von der Sorte Torbens Terracotta. Allerdings muss ich noch dazu sagen, dass die Pflanze in der Regel nicht so groß ist, meistens so zwischen 1,50 und 1,80 habe ich sie bekommen. Die ist jetzt nicht über die 2 Meter gekommen, weil meistens andere Tomatensorten etwas wuchskräftiger waren und vielleicht die mal etwas verdrängt haben. Und in der Regel ist halt dann die Tomatenpflanze vielleicht nicht so in die Höhe gekommen, aber trotzdem halt sehr schöne Früchte getragen, auch sagen wir mal, nicht ganz ertragreich, also so im Ertragreichswert im mittleren Bereich, aber trotzdem sehr schöne Früchte. An diesem Punkt möchte ich das Video